Er ist tot, Peter. Auch wenn du mir die Verantwortung gibst, die letzte Sicherung hätte nicht gehalten. Sie hat uns gehalten. Legst du es darauf an, jetzt darüber zu reden? Von mir aus? Du hättest es versuchen sollen. Er wusste auch, dass sie nicht hält. Wie sollte er das wissen? Wir waren sein Leben, Peter. Er ist in den Tod gegangen, weil er verhindern wollte, dass uns etwas passiert. Wir hätten dasselbe für ihn tun sollen. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Und wieso hast du danach nie wieder einen Berg bestiegen? Wieso hast du nie sein Grab besucht? Ich steige nicht wegen einer Fernsehsendung darauf, Peter. Ich tue das für ihn. Ich will die Tochter sein, die er sich immer gewünscht hat. Und weißt du was? Wenn ich auf dem Gipfel stehe, dann fühle ich mich ihm nah. Berühre seine Seele. Sei vorsichtig da oben. Rossiaci. Wunderbarer Junge. Was ist das? Ich denke an ein amerikanisches Kriegsschiff. Die Amerikaner transportieren von deutschen Häfen Waffen nach Vietnam. Und du willst so ein Schiff sprengen? Mit eurer Hilfe. Naja, aber auf so einem Schiff arbeiten Menschen. Meine. Wir müssten sie vorher von Bord bringen, vielleicht runterlocken. Gian Giacomo, das ist... Du weißt, wie sehr wir deine konstruktive Arbeit schätzen, aber das ist... Was ist? Ihr redet immer von großer Aktion. Ich gebe euch die Möglichkeiten dazu. Da war die Chance meines Lebens. Und ich habe ihn ausgeschlagen wegen meiner Mutter. Komm, es ist bestimmt noch nicht zu spät. Ruf ihn einfach an und rede mit ihm und das wird bestimmt okay. Wenn du willst, mache ich das für dich. Ich bewundere deinen Mut. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Das ist keine Ahnung. Diese Ausbildung im Altenheim mache ich nur wegen meiner Eltern, um was Bodenständiges zu lernen. Aber es interessiert mich null. Ich wäre am liebsten Schauspielerin. Warst du deswegen in Hamburg? Ja, um vorzusprechen, aber... Mach dir nichts draus. Ich kenne Leute, die mussten 8-9 Mal vorsprechen. Du hast es wenigstens versucht.